Es geht um den seltsamen Fall des Roland T. Owen. Es ist ein mysteriöser Fall, der bis heute nicht gelöst wurde. Ich habe mir diesen Fall angeschaut und ha habe äh, eine Idee, äh, was da vielleicht passiert ist wie, und äh, vor allem auch, wie das gemacht wurde. Also nachdem ich mir das Video jemals angesehen habe, bin ich auf die Idee gekommen, dass es zwischen Zimmer 2046 und dem Zimmer 2024 wahrscheinlich eine Verbindung gab. So ist ja ein Gang, Tunnel oder Tür. Also diese beiden Räume, zwischen diesen beiden Räumen gab es eine Verbindung. Und nicht nur das, es wurde auch eine Art Kommunikationssystem installiert. Und jeder durch Tonband oder Mikrofon. Das bedeutet, dass die Stimmen, die man in, in uns Zimmer gehört hat, gar nicht äh, aus dem Zimmer kamen. Es hörte sich nur so an, als würden die aus dem Zimmer kommen. Äh, beispielsweise gibt es eine Situation, wo man ziemlich sicher sein kann, dass die Stimmen vom Band kamen, nämlich als diese Stimmen von Männern und Frauen haben, die sehr laut, laut miteinander geredet haben, weil nämlich in dieser Zeit Aaron gefoltert wurde und seine Schreien aufgrund der lauten Stimme nicht gehört werden konnten und auch nicht, auch nicht gehört werden sollten. Ich kann diese Theorie mit dem kommunikationssystem also dass, ähm, dass man etwas benutzt hat, eine Technik benutzt hat, um damit die Stimmen im Zimmer zu hören sind, die aber, aber die Leute die gar nicht im Zimmer waren. Das kann ich auch beweisen. Und zwar gab es ja diese Situation, also in der Page geht er dann zu dieser, zum Zimmer von, Zimmer ähm, 1046, weil das Telefon nicht aufgelegt wurde. Dann geht er dahin und äh, klopft an die Tür bekommt das keine Antwort und das, das bitte nicht stören, stört sich auch noch dran. So, und klopft dann dann, und dann ertönt eine Stimme und die bittet die, die, den Page herein. Aber der Page hat keinen kein Schlüssel. Er kann nicht eintreten. Der Page klopft nochmal und dann äh, sagt die Stimme, mach das Licht an. Das ist eine Situation, die irgendwie nicht erklärt, also die nicht so klar ist. Aber es kann sein, dass äh, die, die Technologie, die dazu benutzt wurde, die da die Sache so, äh, benutzt entweder also so ist das vielleicht hören konnten dass da jemand steht aber die konnten niemanden sehen oder aber die haben äh, vorgefertigte Texte benutzt das kann nämlich auch sein also es kann sein dass der Page geklopft hat und dann sagt ich Stimme ja äh, herein aber der Page kann nicht rein das können die aber nicht das aufgrund der Technologie die sie benutzt haben konnten die das aber nicht sehen dass er nicht eintreten konnte Nachdem er dann nochmal geklopft hat, sagt er in der Stimme, mach das Licht an." Das liegt daran, dass sie zwar irgendwie wussten, dass ein Page da ist, sie konnten aber nicht sehen, dass er nicht äh, in das Zimmer, ge Zimmer gegangen ist. Und deswegen haben die gedacht, er würde im Zimmer stehen. Und dann haben, kam man die, die Mitteilung von der Stimme, mach das Licht ein. Weil sie, weil sie halt gedacht haben, die Personen, die das durchgeführt haben, er würde im Zimmer stehen. Aufgrund dessen, dass sie aber nichts sehen konnten, stand er aber nicht im Zimmer, sondern immer noch vor der Tür. Und somit machte die Aussage, macht das Licht an, keinen Sinn. Außer, dass, sie, außer, dass die Personen, die, 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 die das da durchgeführt haben, gedacht haben, er wäre reingegangen. Es kann aber auch sein, dass, weil er, weil er ja nochmal geklopft hat, würden die ja hören, dass er, dass er noch vor der Tür steht. Und deswegen könnte es aber auch sein, dass das vorgefertigte äh, Nachrichten waren, die schon mal vorher eingesprochen wurden. Ich möchte jetzt auf eine andere Situation eingehen, und zwar diese seltsame, strange Situation, als eine, das, als eine Frau im Hotel auftrat und äh, mit dem Fahrstuhl in den 10 Stock gefahren ist und zu Zimmer 1026 wollte. Nach kurzer Zeit geht sie dann wieder zum verwirrt und sagt, der Typ, den ich eintreffen wollte, der ist gar nicht da. Dann bleibt die Frau noch 30 Minuten im Stock und verlässt das total. Nach einer Stunde kommt sie mit einem Mann zurück. Und der Mann trägt, glaube ich, einen Hut und Stiefel und so. Fahren in den neunten Stock. Und später ist es so, dass dieser Mann und die Frau zu unterschiedlichen Zeiten das Hotel verlassen. So, ich erkläre jetzt, was sie damit auf sich hat. Wenn ich recht habe, dass es zwischen den Zimmern 1026 und 1046 eine Verbindung gibt, also ein Gang oder eine Verbindungstür, wie auch immer, dann ist es so, dass die Frau in in den Stockfeld fährt, zu, zu 10.26, weil sie nämlich davon ausgegangen ist, dass Owen von 10.46 schon zu 10.26 gebracht wurde, wo sie ihn erwartete. Aber als sie da ankam, war Owen nicht da, weil Owen hat es nämlich geschafft, abzuhauen. Und, und das ist so äh, unglaublich, dass sie total verwirrt ist, dass er jetzt nicht da ist. Weil, dass er, sie dass er demütig, dass er es schafft, abzuhauen, war überhaupt nicht eingeplant. Und das würde auch passen zu dem Mann, der Auen im Auto mitgenommen hat. Denn wenn er es wirklich geschafft hätte, abzuhauen, würde das wirklich zu der Situation mit dem Mann passen, der in deinem Auto mitgenommen hat. Das würde passen. Ähm, die Frau verlässt dann das Hotel und kommt dann mit einem Mann wieder. Und ich glaube, der Mann an ihrer Seite, den sie mitgemacht hat, das war Auen. Die haben den nämlich wieder einkassiert. Die sind den nämlich habhaft geworden. Also sie haben ihn wieder eingekassiert. Cashed sozusagen. Und deswegen musste er auch einen Hut tragen und den Mantel, damit man nicht so leicht erkennt, wer die Person ist. Aber das, aber ich denke, ich, also ich halte es für möglich, dass das Owen war. Und deswegen sind doch später dann der Mann und die Frau zu unterschiedlichen Zeiten, äh, haben die dann zu unterschiedlichen Zeiten das Hotel verlassen, weil nämlich Owen dort bleiben musste, weiter gefoltert wurde. Und ähm, statt Owen ist dann ein anderer Mann, hat er das Hotel verlassen. Ein anderer hat Mann hat dann als Stelle von Owen das Hotel verlassen, weil Owen noch weiter naja gefoltert wurde. Ich halte auch das Verhalten der Pagen sehr seltsam. Zum also erst einmal also ist ja der Page, der Owen das Zimmer zeigt, derselbe Page, der auch das erste Mal hochgeht wegen des Telefons. Aber der Page macht, sagen wir mal, nicht viel. Er sagt dann, legen Sie den Hörer auf und sagt dann nämlich, äh, Owen ist betrunken und lassen Sie den mal in Ruhe. Später geht dann ein anderer Page hoch, äh, der das Zimmer betritt, und sieht dann Owen nackt auf dem Bett liegen. Und er geht dann wieder runter und sagt dann ebenfalls, Owen ist betrunken. Dazu muss man mal denken, dass der Erste Page, der dort war, war, nicht reinging. Der zweite Page reinging. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Situationen und beide haben das selber gesagt. Ich äh, halte es mich für möglich, dass der erste Page tatsächlich, ähm, sagen wir mal, beeinflusst wurde, bedroht wurde oder irgendwie man es wurde Druck auf ihn ausgeübt. Deswegen hat er auch gar nicht äh, das Verlangen, ins Zimmer zu gehen und äh, hat dann wahrscheinlich dem zweiten Page, weil die Gibt es auch schon eine Dienstübergabe oder so? Und hat dann den zweiten Pagen gesagt, dass er auf keinen Fall, auf keinen Fall was sagen darf. Wenn sein Job ihm das wert ist, darf er auf keinen Fall was sagen. Interessant ist auch, dass, dass es zwei, zwei unterschiedliche Personen sind, also es sind zwei Pagen. Es sind zwei unterschiedliche Situationen. Der eine hat, war vor dem Zimmer und der andere war in dem Zimmer. Und trotzdem sagen beide, dass Owen betrunken ist. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, weil es sind zwei Menschen, zwei, zwei subjektive Menschen mit, mit einer unterschiedlichen Wahrnehmung. Und beide sagen das, sagen dasselbe. Was ich noch gruseliger finde an der Sache mit den Pagen, ist nämlich folgendes. Es kann nämlich sein, dass als, als der Paar, der eine Page das Zimmer betrat, er sagt zwar, dass, dass Owen auf dem, nackt auf dem Bett lag, aber, es kann ja auch sein, dass in Wirklichkeit Owen, als der Page das Zimmer betrat, tatsächlich schon einen Meter vor der Tür lag. Aber der Page hat einfach nichts gesagt. Also, zu diesen Pagen muss ich aber auch muss ich, muss ich noch was sagen. Also es ist ja so, dass die Pagen ja hochgeschickt wurden zu diesem Zimmer, weil ja das Telefon ja auch aufgelegt wurde. Und dieses, dass das Telefon hier aufgelegt wurde, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Situation von den Leuten, die diese Situation durchgeführt haben, ja beendet werden sollte. Weil diese Personen, die dafür verantwortlich sind für diese Situation, müssen ja gewusst haben, dass wenn das Telefon eine lange Zeit nicht aufgelegt wird, dass dann jemand hochkommt und nachschaut. Und somit äh, kann es durchaus sein, dass mit dem, mit dem Abheben des Telefones, und dass das ist eine ganze Weile nicht, äh, wieder aufgelegt wurde, dass damit die Situation von den Betreffenden, die die Situation durchgeführt haben, diese dazu beendet werden sollte. Was natürlich die Frage aufwirft, warum die Pagen nicht mitgespielt haben. Also, äh, sollte das so sein, dass sie vielleicht, dass sie wirklich involviert waren, dann stellt sich die Frage, warum sie nicht mitgemacht haben. Wenn sie von nichts gewusst hätten, wären sie einfach hier reingegangen, hätten sich, wären wahrscheinlich schreiend rausgerannt und irgendwann hätten gesagt, da ist einer. Aber die Pagen, der erste Page ging zum Beispiel gar nicht ins Zimmer rein. Und der zweite ging rein und hat, hat, hat dasselbe gesagt wie der erste. Und somit könnte es sein, dass die Pagen da irgendwie in die Situation involviert gewesen sind. Zumindest denke ich, dass der erste Page was damit zu tun hat, dass dieser den zweiten dann gesagt hat, er soll auf keinen Fall was sagen, weil, das ist noch wichtig, erst als der dritte Page hochging, der hatte auch eine Schlüssel, wie der zweite. Erst da ähm, erfahren die Leute, was wirklich passiert ist, weil der dritte Page sagt erst etwas anderes. Die ersten beiden Pagen haben ja genau dieselbe Aussage getroffen. Und erst der dritte Page hat dann, hat dann gesagt, dass Owen verletzt vor der Tür liegt. Und erst da sind sie halt äh, darauf aufmerksam geworden, dass etwas im Zimmer Schlimmes passiert ist. Dass äh, Owen schwer verletzt ist. Das ist erst durch den dritten Pagen passiert. Das Zimmermädchen hat ja irgendwann dann mal festgestellt, dass Owen von innen eingeschlossen wurde, weil sie kam ja zu ihm, und weil sie die Tür öffnen musste, genau, sie musste die Tür öffnen und Owen saß drinnen. Und da hat sie ja realisiert, oh, der wurde von, der wurde von außen eingeschlossen, was theoretisch auch die Pagen gemacht haben könnten. Oder wenn es wirklich die Verbindung zwischen den zwei Räumen gab, kann es trotzdem von innen gewesen sein, nämlich das, dass die Personen aus dem anderen Zimmer, die sind in das Zimmer gegangen, haben dann immer von innen zugeschlossen. Aber höchstwahrscheinlich hätten die keinen Schlüssel für die Tür. Also bleiben am Ende doch die Pagen übrig, die von außen die Tür dann doch zugeschlossen hätten. Thema Problematik Identität. Ich habe ja ein paar Mal über den Fall nachgedacht. Und irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, dass die Identität irgendwie, wie soll ich sagen, also irgendwie gewechselt wurde, also von der Person, die im Hotel war. Mir ist nämlich klar geworden, dass die erst, also die Person, die das Zimmer betrat, man geht ja davon aus, dass wir Owen, ne? Aber Owen ist ja die Person, die gefoltert wurde und gestorben ist, nicht wahr? So, aber das Verhalten, was die Person zeigt, die das Hotel betrat, passt eigentlich eher zu einer Person, die, sagen wir mal, ich nenne sie jetzt mal so, den Folterknechten geholfen hat. Weil er hat, also erstmal hat die Person kein Gepäck dabei gehabt, man soll nicht von der Straße in das Zimmer schauen können und das Zimmer soll in, in einem höherem Stockwerk sein und das wiederum, äh, wenn man dann ja weiß, was passiert ist, bedeutet das, also macht das auf mich den Eindruck, dass diese Person eigentlich die Situation abgecheckt hat und dafür gesorgt hat, dass während Owen gefoltert wird, niemand diese Situation beobachten kann. Niemand konnte diese, da, das Foltern sehen. Das heißt, und das, das könnte bedeuten, dass die Person, die das Hotelzimmer betrat, theoretisch, wenn die Person, die gestorben ist und gefoltert wurde, Owen tatsächlich Owen war, dann könnte es sein, dass die Person, die das Hotelzimmer betrat, nicht Owen war, sondern eine Person, die die Situation vorbereitet hat abgecheckt hat und äh, für die Folterknechte beziehungsweise für den Geheimdienst gearbeitet, denn es scheint nämlich um den Geheimdienst sich zu handeln. Dann gibt es noch eine andere Situation, die sowas andeutet. Genau. Es ist ja so, dass die Person, die eintritt äh, am ersten Tag, ganz nervös ist, die vier Freunde zuhört, im Zimmer ist es dunkel, also ist sehr nervös. Am nächsten Morgen. Stellt er eher, der, der, der Zimmermädchen, obwohl er schon einen Tag da war und ja bewusst Anforderungen gestellt hatte, ähm, hat er die dann gefragt, was das für ein Hotel ist, welche Rolle sie da hat in diesem Hotel, also welche Aufgaben sie da erfüllt und ob das einen, um welchen Status dieses Hotel hat. Dieses, diese Frage stellte er dann merkwürdigerweise am zweiten Tag. Das ist auch ein, also ein kleines Indiz, dass das vielleicht nicht dieselbe Person war. Und zu der Sache mit der Identität passt natürlich, passt natürlich auch die Situation mit der Frau, die mit einem Mann kam und dann mit mir das Hotel verließ, wo ich gesagt habe, dass ich davon ausgehe, dass, sie, dass der Mann, der, der dann mit der Frau das Hotel betrat, dass es Owen war und der Mann, der das Hotel verließ, nicht mehr Owen war. Also es scheint, und ähm, das wusste ich schon ziemlich am Anfang, bevor, wo ich mich mit dem Fall befasst habe, die Sache mit dem Licht, dass das Zimmer dunkel ist hat auf jeden Fall auch was mit der Identität der Person zu tun, die in diesem Zimmer war, denn nämlich die Dunkelheit erschwerte die Identifizierung der Person. Damit hat das nämlich auch was zu tun, dass äh, als ich mich dem Fall befasst habe, am Anfang gedacht, dass das mit dem Licht deswegen ist, also dass es immer dunkel ist, weil die Person ausgetauscht wurde zwischendurch, dass äh, da vielleicht nicht mehr Owen lag, sondern jemand anderes oder wie auch immer. Also die Sache mit der Identität hatte ich schon sehr früh, weil das ja mit dem Licht so merkwürdig war.